kleinen Pony, man durfte mal wieder etwas Neues ausprobieren. Ihr seht hier schon am Aufbau, wir haben jetzt nicht wirklich spektakuläres Freispringen oder so geplant, sondern ich wollte ihm einfach mal verständlich machen, ja, was ich eigentlich von ihm will. Weil wir hatten schon mal eine ganze Gasse aufgebaut und noch gar keine Stangen drin liegen und da hat er sich fürchterlich aufgeregt und deswegen haben wir das jetzt ganz, ganz locker nochmal ausprobiert. Dass wir einfach in Zukunft ja ein bisschen gymnastizieren können, ein bisschen Muskeln aufbauen beim Freispringen. Ja, dass ich gerade einfach schon wahnsinnig gefreut war, dass ich über die Stange getraut hat. Deswegen eben ein ganz einfacher Aufbau, überhaupt nichts Wildes, sondern einfach nur einfädeln über die Stange und raus. Ja, was gibt es da großartig zu sagen? Ich werde teilweise ein bisschen deutlich mit der Peitsche, weil er die dann einfach ignoriert hat und ich muss mich ja bemerkbar machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihn damit schlage oder so, sondern halt einfach, ich fuchtel dann halt damit und dann nimmt er mich irgendwann ernst. Oder lass ihn mal knallen. Aber ich lege halt ganz großen Wert drauf, dass der wirklich einfach ruhig bleibt, weil wenn er sich aufregt und dann im Stress ist, ist halt ja alles keinen Wert, sondern er soll ja selbst Spaß dran haben. Hier hatte ich jetzt gerade einmal noch die letzte Lücke zugemacht, damit er da nicht einfach durchläuft. Und habe ihn, ja, es ist, seht selbst, er ist eigentlich von selbst immer schon reingelaufen. Und da hat ihm dann aber immer so ein bisschen der letzte kleine Anreiz gefehlt, da hat er sich erstmal noch vorbeigequetscht zeitlich. So, dann guckt er dann erstmal, was ich mache, dann will er erstmal spielen. Und dann macht der Kleine sich auch schon wieder auf dem Weg in seine Schleuse da rein. Und ich glaube, bei dem Durchgang jetzt habe ich dann mal ein bisschen mehr Druck gemacht, damit er wirklich mal, ja, habe ich, damit er wirklich mal genau über die Stange läuft. Und hat er doch gut gemacht. Muss halt seine Beine ein bisschen sortieren. Immer der Blick aus der Tür raus. Aber er bleibt immerhin nicht mehr an der Tür stehen. So, dann habe ich Knoten aufgemacht und ich finde das auch in Ordnung, wenn er dann erstmal einen kurzen Moment hat, um sich zu sammeln. Und dann ging es schon das nächste Mal wieder rein. Hat da nicht so richtig wieder den richtigen Anreiz gehabt zu springen. Und wird da einmal frech und läuft er mir vorbei. Das ist halt das, er ignoriert die Peitsche wirklich einfach manchmal. Aber in der Situation ist auch, glaube ich, das Pferd weg, was am Putzplatz stand. Da muss er dann erstmal gucken, wo der ist. Und das ist völlig in Ordnung, wenn er sich da kurz ablenken lässt. Dann ging es schon wieder rein. Und quetscht sich wieder seitlich vorbei. Also ihr seht, das ist allgemein einfach nicht der richtige Aufbau, um wirklich Sprünge zu erwarten. Es ging uns hier wirklich rein um die Gewöhnung. Und eben keinen Stress aufkommen lassen. Einfach, ja, vielleicht sogar ein bisschen Spaß dran zu finden. Und da entscheidet er sich einfach mit einem schwierigeren Sprung. Kann man mal machen. Weil dafür ist halt wirklich der einfache Aufbau. Der kann da drüber springen, wo er will, tut sich nirgendwo dran weh. Also alles gar nicht wild. Da habe ich ihn einmal wieder aus der Ecke rausgeholt. Hat er nochmal gehorcht, wo das andere Pferd hin ist und hat gemerkt, ist gar nicht schlimm, alleine zu sein. Da geht er erstmal wieder selbst gucken. Das ist, wenn er frei läuft, finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn er sich selbst ein bisschen umguckt. Ich meine, er ist noch keine 3 Jahre alt, noch nicht ganz, er wird es jetzt erst die nächsten Tage. Wenn er irgendwas mal kurz interessanter findet, ist es okay. Und hier finde ich, ja, hat er mal wieder die Peitsche ignoriert. Und dann direkt der nächste Versuch. Und hier trabt er einfach schon souverän drüber und deswegen habe ich dann entschieden, die Stange etwas höher zu legen. Damit er wenigstens ein kleines bisschen gefordert ist, weil eigentlich soll er ja wirklich erst frei springen lernen und nicht erst frei über Stangen traben. Deswegen mache ich mich auf den Weg und Nico guckt ganz genau, was ich mache. Er ist schon echt niedlich. So, und jetzt mit leicht erhöhter Stange erstmal wieder auf mich aufmerksam machen. Seht ihr, ich schlage dann halt einfach auf den Boden, lasse die Peitsche knallen, aber ich schlage nicht ihn oder so. Um Gottes Willen, würde ich niemals tun.
und viel Anlauf braucht er dafür nicht, deswegen lasse ich ihn auch gar nicht raus, mache mich kurz wieder bemerkbar und dann geht es schon wieder weiter und er geht lieber wieder über das Cavaletti drüber. Aus irgendeinem Grund findet er das weniger schlimm als eine einzelne Stange. Vielleicht, weil es einfach immer in der Halle rumsteht, die Stange hängt ja dann nochmal an der Wand. Ja, da hat er sich dann wieder verabschiedet, ohne auf mich zu achten. Mache ich wieder auf mich aufmerksam und weiter geht's. Findet hier wieder selbstständig den Weg da rein und springt tatsächlich, und dabei habe ich es dann auch belassen, weil das ja insgesamt schon für seine Verhältnisse echt gut war. Ich meine, andere Pferde, die verstehen sofort, worum es geht und haben dann total Spaß und laufen immer wieder drüber. Bei Nico ist das halt nicht so, dem muss man das erstmal erklären, aber der ist schon ein braver Kerl.